Hallo und willkommen zurück, meine Freunde. Auf unsere Hermes hier, auf unserem Hochseetroller, unserem Tiefkühltroller. Wichtig ist für euch manchmal auch die Grafik im Auge zu behalten. Und zwar wird hier schön aufgegliedert, was derzeit bei uns im Schiff funktioniert, beziehungsweise welche Arbeiten anstehen, welche Arbeiten gemacht werden. So seht ihr, haben wir 60 Tonnen, 65 Tonnen frischen Fisch. Wir haben ausgenommenen Fisch fast 17 Tonnen. Ein gefrorener Fisch beläuft sich immer so um die 1000 Kilo. Und gestapelten Fisch haben wir 183.000. So, und wir schauen mal eben auf unseren Lagerbestand Fisch. Wie alt sind die Fische? 13 Stunden ist unser ältester. Das heißt, wir können noch ein paar Tage hier auf See bleiben. Und das machen wir jetzt auch. Wir haben unsere Geschwindigkeit, die passen wir jetzt ein bisschen an. Schnell Schnappnetz rausschmeißen. Ich habe jetzt nicht die Position geändert des Schiffes. Wir bleiben einfach mal in dieser Richtung. Ich glaube aber, weil ich die ganze Zeit schon geradeaus fahre, gibt das diesmal nichts. Ich gebe das Horn zum Rausschmeißen raus und wir schauen uns mal an, was passiert. Wie gesagt, die Türen laufen runter. Die Geschwindigkeit passt und wir schauen, dass wir die Crew schnell wieder da rausholen. Ihr seht, 4 Stunden dauert das Schleppnetz rausschmeißen, also 4 Punkte, Lebenspunkte zieht man ab. Hingegen, sie ist schon bald kaputt. Schaut mal, wie viel Leben die schon verloren hat. So, inaktiv. Das heißt, sie können jetzt hier wieder weiter ausnehmen und hier wieder weiter einfrieren. So, die Crew arbeitet. Wir gucken, was macht unser Schiff. Hier sind natürlich jetzt richtig dicke Schwärme, aber das nutzt uns nichts. Die Türen sind, wie gesagt, nicht auf 150 Meter. Wir können gleich mal unseren Platz verlassen, wenn wir am Fahren sind. Und dann gehen wir draußen uns mal ein bisschen anschauen, was da draußen alles so passiert. Ihr seht, die Winden, die arbeiten hier. Seht ihr hier, Winden, die lassen ja Seil ab. Wir können gleich mal unten schauen gehen, was da noch alles so passiert. Wir müssen ja nicht immer nur oben in unserer Kabine sein. Wir können auch natürlich hier vorne hingehen. Da müssen wir gucken, dass wir jetzt natürlich nicht zu tief kommen. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Aber ist das nicht wirklich schön, wenn wir so über die Weltmeere fahren dürften und könnten? Und das im Multiplayer. Mein Gott, das wäre so geil. Also, hier kann man wirklich viel sehen und machen. Nur die Beleuchtung, da muss ganz klar was dann geändert werden. So, wir gehen aber wieder rein. Ich schätze mal, unsere Türen sind jetzt so auf 40, 45 Meter. Wenn nicht sogar schon 60. Oh, schon 125. Ihr seht, wir sind schon fast unten am Grund. Geschwindigkeit passt. Die Symmetrie nicht, warum nicht? Ja, jetzt ziehen wir uns gleich gerade, das ist kein Problem. Die Distanz, jetzt gleich geht's los, da kommen die ersten Fische rein, denn... Hier übrigens vor uns müssten Wale sein. Sehen wir gleich, da geht's los. 4 Tonnen kommen rein. 160, ich lass mal rauslaufen bis 180... Ne, wir haben fast schon, sind wir am Grund wieder. Aber hier kriegen wir wieder richtig Zeugs rein. Wobei, naja, das Netz gefällt mir nicht. Das müssen wir jetzt korrigieren. Dann stoppen wir erstmal hier und ziehen das Netz erst gerade. Ihr seht jetzt gleich wird das hier grün. Seht ihr, da haben wir schon. Und jetzt sollte das fast passen. Und das ist das, was ich eben meinte. Wir sind jetzt ziemlich lange gefahren. Hier ist zwar noch Fisch, aber nicht wirklich viel mehr. Das heißt, den Weg, wir werden jetzt nicht so effektiv sein wie die anderen zwei Male, weil wir einfach nicht den Kurs geändert haben. Wir sind noch weiter auf unserem Kurs. Natürlich fangen wir hier auch unsere Fische. Da geht es schon wieder los. 2 Tonnen, das wird jetzt auf 4, 5 Tonnen hochgehen. Und dann gucken wir mal, was hier der Schwarm so mit uns mitmacht. So, jetzt wollte ich mal eben gucken... Moment, meine Geschwindigkeit muss ich im Auge behalten auf jeden Fall. Die ist nicht so gut.
So, die musst du ein bisschen anziehen, die Geschwindigkeit. Ein höher. So. Hier den Wal. Der müsste meines Erachtens da sein. Hier irgendwo müsste Wale sein. Jetzt will ich das doch selber mal wissen, wie die Kamera das sieht. War das jetzt hier oder sind die vor uns? Die Wale. Irgendwo müssen jetzt hier Wale sein. Normalerweise laut Kamera hinter uns. Oder neben uns zumindest, aber... Gut, okay. Das können wir jetzt nicht beeinflussen. Hier irgendwo müssen noch die Wale sein. Die gibt es da gar nicht. Naja. Was das Radar mir auch da immer zeigt. Das Radar zeigt mir, unsere Türen sind wieder nicht regelkonform. Deswegen sollte man nie weggehen, seht ihr das. So, es wird wieder Fisch gefangen. Die Geschwindigkeit passt. Dann gucken wir mal, welche Ausläufer wir hier noch mitbekommen. Ha, wir sind hier schon ziemlich auf Grund, ne? Ich würde nachher mal Richtung Süden fahren wollen in dem nächsten Anlauf. Aber auch hier gilt wieder ganz klar, wechselt nicht einfach die... Also nicht, dass er jetzt sagt, okay, wir drehen jetzt einfach Richtung Süden oder so. Ihr verheddert euch die ganzen Türen und alles. Das ist totaler Bullshit und Kacke. Macht das besser nicht, ne? So, die Distanz ist erreicht. Dann stoppen wir das Ganze wieder. Ziehen das jetzt mit der Geschwindigkeit hoch. Dann setzt sich jetzt gleich das Netz. Und dann können wir Glück haben, dass wir hier von diesem Ausläufer was reinbekommen. Und dann gucken wir mal. Aber ihr seht, hier geht jetzt gerade gar nichts. Ne? Das wäre jetzt ein Punkt hier, wenn ich mir den Radar so anschaue. Ja, hier hinten kommen ein paar Schwärme. Aber die sind noch 1, 2, 3 nautische Meilen weg. Und bis wir da sind, das dauert. Also ich würde, wenn ich das Regiment über den Kutter hätte, würde ich sagen, Netze hochziehen und woanders wieder auswerfen. Da hat man mehr von, aber das müsst ihr selber entscheiden. So, ihr seid fertig, dann ruht euch mal aus. Du bekommst jetzt mal ein Bacon, weil dich brauche ich noch. Du bist mein wichtigster Mann. So, 400 Meter, wir könnten Glück haben. Ich muss ein bisschen Gas geben. Wenn die Türen mitspielen, ne? Ihr seht, wir geben wieder Gas und die Türen ziehen sich wieder zusammen. Aber der Schwarm, der kommt gut. Na, was heißt, der kommt gut? Ne, der geht nach rechts weg. Mist, Mann. Da kriegen wir vielleicht 2-3 Tonnen. Ja, seht das. Das gibt nichts. Da sah ich ja 2 Tonnen. Da bin ich fast geneigt, schon das Netz hochzuziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil hier vorne ist jetzt kein Bestand mehr. Und es lohnt jetzt meiner Meinung nach... Ups, da bin ich ans Mikro gekommen. Entschuldigung. Es lohnt jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich in dieser Richtung weiterzufahren. Das müsst ihr aber letztendlich entscheiden. Ne? Wir halten mal drauf... Und wir kriegen jetzt vielleicht die 40% noch voll, aber das war's. Also hier dieser Weg ist total kaputt. Hier stehen sie jetzt auch nicht wirklich mehr. Ne? Wir kriegen jetzt nochmal 2-3 Tonnen rein und dann war's das. Oder wir warten jetzt hier die nochmal ab, aber die sind auch nochmal 400 Meter weit weg. Und hier seht ihr wieder hier die Türen, die sind wieder hoch. Ne, also das mache ich gar nicht mit. Wir ziehen komplett die Netze rein.
dann seht ihr jetzt auch mal, war dieser Fang jetzt nicht wirklich ideal, sondern katastrophal. Also jetzt hat man zwei gute Runs gehabt und hier Netze hochziehen. Das bringt hier nichts mehr. Wir sind auch nicht tief genug hier. Das heißt, wenn wir die reinholen, werden wir gleich auch unsere Position ändern. Wir fahren jetzt, lasst mich mal schauen, sind wir jetzt Richtung Nordost unterwegs. Ich möchte mal komplett Richtung Süden. Richtung Süden waren wir heute noch gar nicht und da werden wir uns gleich hin bewegen. Und ja, wie gesagt, das ist hier unser Hermes Troller. Ich denke mal, ihr habt jetzt so die Grundzüge mitbekommen, wie man mit dem Schiff umgeht. Ihr seht, ich habe jetzt hier fast nur noch gestapelten Fisch zum Verkauf. 200 Tonnen. Natürlich werde ich den Kahn jetzt nochmal voll machen. Gucken, dass ich hier alles voll kriege. Und in der letzten Folge gehe ich dann nochmal mit euch verkaufen, damit ihr auch mal seht, was so ein Schiff mit 400 Tonnen gefrorenen Fisch denn wirklich für euch bringt, was ihr da verdienen könnt. Das kommt ja natürlich auf euren Ruf an und so weiter und so fort. Aber das, wie gesagt, ist im Groben und Ganzen der Guide zur Hermes. Ich persönlich, wie gesagt, werde mir jetzt in den letzten Minuten, wenn wir den Guide so ausklingen lassen, wünschen, nach wie vor, also ich wünsche mir das so sehr, warum die Entwickler das nicht machen. Ich wünsche mir Multiplayer. Den Multiplayer kann ich kurz anreißen, wie ich mir den vorstelle. Es gibt hier eine Liste, so ein Button, globale Rangliste. Und dann sieht man, wer welchen Fisch gezogen hat. Es müsste aber so sein, dass man die Game-Ini nicht manipulieren kann. Irgendwie mit Cheat Engine, dass man sagen kann, man hat jetzt so und so viel getragen oder so. Das müsste wirklich irgendwie serverseitig gehostet werden und safe sein, dass man da gar nicht cheaten kann. Und dann, dass man wirklich von klein an anfängt, so wie jetzt auch, vielleicht mit ein, zwei Leuten auf einem Schiff sein kann, man weiter Schiffe hinzukaufen kann und das an andere Spieler weitergeben kann, der dann für dieselbe Firma fährt und als Captain sich selber das Geld wieder verdient, um sich selber seine eigene Firma aufzubauen. Aber das sind so Sachen, die ich mir wünschen würde. Wie toll wäre das jetzt, wenn man hier vielleicht mit anderen Schiffen, die jetzt noch sind, funken könnte, die jetzt hier ebenfalls am Fischen sind und so weiter und so fort. Also das wäre doch wirklich, wirklich Bombe. Und ja, ich würde das so abfeiern, wenn es das geben würde. Aber irgendwie scheint der Bedarf, also ich spiele mindestens jetzt schon 15 Jahre Simulation, ob Flugsimulation, ob Fahrsimulation, ob Eurotruck, ob Rennen. Wie gesagt, sämtliche Flug-, Acker-, Landschaftssimulationen, LS-17, LS-14, LS-12, LS-9, alles gespielt. Ja, also ich habe jetzt übertrieben, aber ich habe grundsätzlich mit jeder LS-Serie gespielt, jede Menge Simulatoren. Es gibt leider Gottes keine einzige vernünftige Schiffssimulation. Die einzige vernünftigste Schiffssimulation, die man eventuell ins Auge ziehen könnte, ist der Sailing Simulator, aber das ist Segelbootfahren und stinkend langweilig. Warum gibt es verdammt nochmal keine vernünftige Schiffssimulation, wo man so ein tolles Schiff hier wirklich selbst fahren kann, man vielleicht Wochen selbst unterwegs ist. Gut, man sieht ja nichts anderes außer nur Wasser, Wasser, Wasser. Ich gehe mal davon aus, dass es den meisten Leuten und Menschen einfach zu stinklangweilig. Man muss es so sagen, wie es wirklich ist. Und es ist einfach stinklangweilig, ja. Aber es gibt auch Leute, die das gerne möchten und feiern würden. Aber was soll's. Ich fände sowas klasse, wenn es einen Multiplayer gibt hier. Stell dir vor, du bist mit zwei, drei Leuten auf so einem Schiff. Einer fährt, der andere macht Echolot-Überwachung oder sagt Kurs, arbeitet Kurs aus, der andere wartet vielleicht das Schiff. Ja, dann hast du ein paar Arbeiter, ja, die können NPCs bleiben, die bearbeiten dann das Schiff halt so. Und du musst wirklich gucken, dass du klarkommst. Der eine kann vielleicht wirklich craften, noch Sachen craften, die man braucht, dass man neue Taue craften muss, weil die kaputt gehen, die müssen gewechselt werden, gewartet werden. Man könnte so viel, endlos so viel machen, aber Schiffssimulation, wir wollen es mal so sagen, wie es ist
grundstocken langweilig. Nicht für mich, aber ich glaube als Herausforderung für die Entwickler. Dabei hat man jetzt hier nicht wirklich ein großes Grafik-Update, wobei natürlich das richtig, ja, wir haben nicht wirklich viel gefangen, seht ihr. Das kostet hier richtig Speicher und RAM und wenn hier jetzt mal noch 30 andere Schiffe fahren, dann geht der meiste Computer, dreht in die Knie, weil es wirklich schwierig ist, offene See zu simulieren. Hier bewegt sich alles, das geht richtig in den Speicher. Aber warum sich da Gottes Willen kein Entwickler hinsetzt und mal wirklich eine vernünftige Schiffssimulation macht, mit Planung, mit wirklichen Seerouten, mit Seekarten, dass man überlegt, hier, warum kann man sich hier nicht irgendwo einen Monitor haben und aufschreiben kann oder eingeben kann, Fahrrichtung, Koordinaten, N720 und dann fährst du da wirklich erstmal hin. Vor allen Dingen dieses Überspringen mit der Schnellreise, ich würde das abschaffen, weil ich bin ja leider ein Hardcore-Simulant, ja, also für mich käme das gar nicht in Frage, aber ja, der ein oder andere will einfach nur schnell spielen oder das Gelegenheitsspieler, die Casual Gamer, die haben einen großen Anteil daran, dass es solche Simulationen vielleicht nicht gibt, wobei das jetzt nicht schlimm ist, aber wenn die hier richtig alle die Monitore ja wirklich funktionieren würde, hier sieht man, wo welche Schiffe von anderen im Wege sind. Flugsimulation ist ja nichts anderes. Das ist ja auch stinkend langweilig und es gibt genug Flugsimulatoren. Warum, Gottes Namen, keine Schiffssimulatoren? Warum nicht? Ha, ich könnte mich wieder aufregen. Aber das macht nichts. Wie gesagt, wir sind fertig mit diesem Guide. Ich werde jetzt so offline noch ein bisschen weiterfahren, um an Fisch zu kommen. Und dann werde ich euch in einer letzten Folge nochmal zeigen, wie viel man wirklich bekommt, wenn man so ein ganzes Schiff verkauft. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß mit diesem Guide und wisst jetzt endlich, wie ihr mit der Hermes umgehen könnt. In diesem Sinne verabschiede ich mich hier von der Barents Sea mit der Hermes und unserem Industriefischer. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye-bye.